Auch wenn viele von euch berichten, dass Counter-Strike 2 rund läuft, das große Shooter-Update sorgt derzeit bei vielen anderen Spielern für Probleme. Nicht nur sind die Server verbesserungswürdig und Cheater erneut ein Problem, ein fataler Bug kann euch in Sekunden euren hart erkämpften Premierraum kosten. Der Fehler tritt auf, wenn ein Spieler während eines Premier-Matches die Verbindung zum Server verliert oder das Spiel verlässt. Normalerweise hat man dann eine gewisse Zeit, um wieder ins Spiel einzusteigen und weiterzuspielen. Doch einige Spieler berichten, dass dies nicht funktioniert und der Reconnect-Knopf gelegentlich einfach nicht auftaucht. Jedes Mal, wenn ein Spiel so abgebrochen wird, könnten 800 bis 1000 Elo-Punkte abgezogen werden. Bei einem Sieg gewinnt man 100 bis 200 Punkte, bei einer regulären Niederlage verliert man ebenso viele. Auch wenn andere Spieler sich zusammentun und euch aus dem Spiel per Kickvote rauswerfen, müsst ihr mit diesem massiven Verlust an Ranglistenpunkten rechnen. Falls ihr also etwa dabei seid, eine Partie zu verlieren und euer Team euch als Schuldigen ausmacht, kann es euch auf diese Weise doppelt bestrafen.